Aber wir haben unseren Einsatz verpasst, ne? Das ist ja wunderschön. Ja, jetzt übernehme ich mal für die gute Kio. Und wir haben jetzt hier die gute Nasta Tree. Und wir haben gesehen, dieser Speedrun war ja nun, sag ich mal, ein bisschen extravagant. Ist ja mal was anderes als, sag ich mal so, die Standard-Games. Und du hattest ja auch gesagt, wie du... Hast du den Schieber gemacht? So? Jetzt. Ja, du hattest ja vorhin erzählt, wie kommt man auf die Idee, aber... Ist das jetzt so das erste Sportgame, was du machst? Oder hast du vor, noch weitere Sportgames zu machen? Gibt ja noch ein paar. Ja, genau. Also geplant ist definitiv noch Wii Sports. Hm? Und ich greife jetzt einfach mal ganz, ganz weit nach vor, auf jeden Fall noch Ring Fit Adventure als Race. Oha. Ja. Oha, das ist eine Ansage. Ring Fit Adventure. Ich sag mal so, viele Leute kennen ja Ring Fit Adventure und die dachten auch, okay, kaufe ich mir, werde ich fit damit. Und dann haben sie es verteufelt. Ich kann es auch tatsächlich verstehen. Ich habe es mir geholt und hatte, nachdem ich es 2 Tage lang gemacht habe, extreme Armschmerzen gehabt. Hm. Also man kann es wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und da willst du einen Speedrun draus machen? Ja, ich weiß noch nicht so ganz, aber... Das ist erstmal mit einer Woche Recovery danach, ne? Definitiv. So, mir wurde gesteckt. Das war jetzt deine dritte PB hintereinander. Das ist tatsächlich keine PB gewesen. Oder? Oder? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube nicht. Nicht? War nicht? Nein. Okay, dann hat Weser wieder Mist erzählt. Der Weser-Diss, der muss drin sein. Es geht nicht anders. Dafür lief halt einfach... was lief denn? Fußball. Es war tatsächlich Fußball, was das Ganze zerrissen hat und schon relativ am Anfang schon bei Badminton. Dadurch, dass der Gegner einen Punkt gemacht hat, wäre für mich eigentlich schon ein Reset-Grund gewesen. Aber soweit habe ich nicht mal dran gedacht. Das ist einfach nur zeigen, Spaß haben, ja. Und... Das ist die Hauptsache. Machst du eigentlich Speedruns, um dich selbst zu challengen oder einfach nur wirklich just for fun? Eigentlich nur just for fun. Deswegen hat es mich auch sehr, sehr krass gewundert und schockiert, dass ich einfach 2-mal hintereinander PB'd habe bei einem und demselben Spiel in einem Zeitraum von 6 Monaten, wo ich das Spiel nicht ein einziges Mal angefasst habe. Das ist aber auch wirklich ungewöhnlich eigentlich, ne? Eigentlich schon, aber daran merkt man halt einfach nur, dass halt bei dem einen Run total viel schiefgelaufen ist und das lief halt bei dem anderen. Hm. Aber wir dürfen gespannt sein, was du auf jeden Fall noch so an Sportspielen raushauen wirst. Wo findet man dich denn eigentlich so in den sozialen Medien heutzutage? Boah, also dadurch, dass ich also allgemein auf Instagram, auf Twitter, auf Twitch... und ich mache nebenbei auch noch Poetry Slam, da findet man mich auch auf Instagram, auf TikTok und auf Facebook tatsächlich. Also Leute, wisst ihr Bescheid? Also für Oldschool-Menschen. Wisst ihr, Facebook ist wirklich so ein Oldschool-Ding geworden, ne? Ja, definitiv, aber für die Slam-Szene ist es einfach so ein... Sie sind einfach da geblieben und es ist einfach nur... Ansonsten doof. So... Die coolen Kids sind ja alle auf Twitter oder so. Ja. Aber auf jeden Fall gerne die Socials auschecken und auch Follow und so weiter da lassen. Und natürlich auch überraschen lassen für weitere spannende Speedruns. Definitiv. Dankeschön. Dafür nicht.